Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen lustigen Runde Watch Dogs. Und es geht los. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich das Gespräch hier versehentlicherweise abgebrochen habe. Und wir müssen jetzt zu Jordys Fahrauftrag. Wo ist der hier? Geht ja schon wieder gut los. Ja, da gucken sie schon. Ups. War nicht so gemeint. Aua. So, bei den letzten zwei Folgen hatten, drei Folgen, hatten wir ja, oder ich, kleine Aufnahmeprobleme. Und ich hoffe, dass sich das diesmal widerlegt. Falls nicht, müsst ihr damit leben. Und falls ich es hingekriegt habe, freuen wir uns natürlich alle. So, müssen doch gleich da sein. Meter stimmt, glaube ich, hier nicht so richtig, was das angeht. Ich meine, also, das sind, glaube ich, nur ein bisschen mehr als 500 Meter, wenn wir hier noch. Und erstmal ein bisschen Action reinbringen. Kostet ja nichts. Au. Oh, Junge, seht euch das an. Ups. Ich wollte doch nur links abbiegen. Komm vor. So. Mission schlechter Beifahrer. Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Aha. Tempo, okay. Na dann. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereinbart. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Ja. CTOS-Scan autorisiert. Start. Scheiße. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. LS an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Okay, also wenn wir dem am besten aus dem Weg gehen, das hilft wahrscheinlich. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CTOS-Scan nach Flüchtigen.
hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Unauffälliges Fahren. Verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können mit F auch in Ihrem Park in den Fahrzeug verstecken, das ist gut. Okay. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist... Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Au. Das hat ja schon mal gut geklappt. Das ist aber auch ein Aufgebot. Was soll denn der gemacht haben? So viel verfolgen uns ja noch nicht mal, wenn wir irgendwas machen. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Ruhe bewahren und Kopf unten halten. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Okay, also hinter uns scheint irgendwie ein bisschen Polizei zu sein, deshalb würde ich mich jetzt mal... Mein Gott, ich hab Eddie getötet, ich weiß es! Ich habe Sirenen gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen statt nach einem Einbrecher. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast Glück, dass du nicht laufen musst.
So, das ist mal eine der ersten komplizierten Missionen. Also wirklich kompliziert. So, Flucht erfolgreich. Oh fuck, Mann, die sagten ja, du wärst gut. Geschafft! Okay, dann bringen wir ihn mal dahin, wo er hin muss, und zwar zu seinem Ziel. Hab's trotzdem noch eine Streife unterwegs, na, die kann ich jetzt auch nichts mehr. So, hier. Dieses Auto. Okay, das sind wir geschafft. Wir treffen ein paar Leute hier. Bringt uns oder mich noch um. Verdammt nochmal. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Jemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in Eile. Das ist gut. Sehr gut. Mr. Quinn! Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Na gut, das hat uns jetzt ja sehr viel gebracht, dass wir den dahin gebracht haben. Weil jetzt ist er tot. Oh, so lang, da Mr. Quinn uns bezahlt. Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Oh, jetzt ist das Auto plötzlich wieder ganz. Okay. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Okay. Mission beendet. Skillpunkt erhalten. Dann gucken wir mal, was wir uns Schönes kaufen können.
Okay. Hergestelltes. Das könnte eventuell uns mal nützlich werden. Für Form, was haben wir da? Das brauchen wir eigentlich auch selten, oder? Na, ich nehme es einfach mal mit. So. So. Ah. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge 1. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Okay. Na dann setzen wir uns mal einen Wegpunkt. Und fahren da mal hin. Ach, hier geht's lang, okay. Also man muss schon sagen, manchmal ist das Spiel ein wenig verwirrend, was so die Story angeht. Wenn es überhaupt eine Story ist, aber zumindest die Mission. Weil wer fährt schon jemanden, der dann am Ende eh umgebracht wird und selber wahrscheinlich kein Geld sieht, sondern nur Jordi dafür was kriegt. Halt, so, eine neue Welt. Mission starten. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. Bad Boy. Was? Bad Boy, 17. Bitte, was? Bad Boy, 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast? Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal.
Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. So, also Bad Boy ist Clara. Das ist doch schon mal schön, dass wir das jetzt auch rausgefunden haben. Und nun? Ich glaube, meinem Spiel geht's nicht gut. Weil ich kann mich nicht bewegen. Zurück zum Hauptmenü. Fortsetzen. Ach ja, ich liebe Leute Balken. So, gleich haben wir es geschafft. Yay. Okay. Hätten wir dieses Problem auch mal beseitigt. Ach so, wir... Ah. Ja, das muss ja einem ja auch gesagt werden. Dass wir den Fähigkeitenbaum öffnen... Okay. Ich sag nichts. Nehmen wir doch heute mal ein Motorrad. Oder klar. Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Deine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferung annehmen. Das ist... Au. Unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, ne? So, na dann müssen wir mal zu den Lieferungen. Durch die unterirdische Ladezone eindringen. Hey, dreh um und hau ab! Verschwinde oder ich verpasse dir eine Kugel! Ist das eine Kanone? Gut. Aber das kriegen wir heute noch hin, hoffe ich.
Kopfschuss, yay. So, was haben wir da Leckeres? Geld. Nee, ist es nicht. Au, schon wieder. Ich glaube, wir sollten die erstmal mit Hilfe da, also vom Weg mit den Kameras, mal schon mal ein bisschen in die Luft sprengen, dass was geht. Also das Problem hätten wir ja schon mal gelöst. Wenn ich da jetzt in die Kamera, kann ich dann den Alarm von dem Auto? Nee. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Vielleicht sollte ich auch mal Fokus einsetzen. Ich möchte bloß mal sehen, wie wir den da hinten rausbekommen. Der uns immer von der Seite angreift. Thank you.
nur noch der eine und ich hoffe, der kommt gleich mal in unsere Richtung. So, das Problem hätten wir gelöst und die Tür können wir auch gleich mit zumachen. Nachladen. Ja, den geht's anscheinend... Da, nicht Auto. Den geht's anscheinend nicht ganz so gut mehr, aber... Also sehr lebendig sind sie nicht, aber geht schon, ne? Zugang gesperrt. Profiler. So, aber ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da oder ein Like. Und wenn es noch Vorschläge oder sonst irgendwelche sinnlosen Sachen gibt, die ihr uns sagen wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Also tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.